Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Die Gilde 3. Stufenaufstieg bei einem Familienmitglied. Stufenaufstieg? Oh, der vierte ist noch eine Stufe aufgestiegen. Schön. Machen wir Aufmerksamkeit auch mal auf 10. Wenn wir überlegen, eigentlich hätten wir die auch alle mit hier so einem Glückstein ausrüsten können, ne? Vielleicht ändern wir das noch. Nur mal schauen. Wir müssen eine noch anstellen in der Diebesgilde. Ich sage immer Diebesgilde in unserem Diebeshaus. Die ist auch schon komplett ausgerüstet. Aber. Habe ich das nicht vergeben? Ach, du hast 2 Punkte bekommen. Noch besser. Wir brauchen eigentlich alles auf Heimlichkeit, ne? Wobei Beziehungen ausnutzen bringt auch schon was. Egal. Aber wir müssen erst warten, bis die Gerichtsverhandlung von dem Wolfgang Gieser, glaube ich, beendet ist, ne? 5000 der Diebe. Nur noch der Wolfgang ist hier und den können wir derzeit nicht entlassen. Und zack, Erdmunde steht hier rum. Die soll hier natürlich anfangen. Wenn sie denn soweit ist. Irgendwer ist benommen, aber ist egal. Ich bin gerade hast du nichts zu tun? Du bist bewusstlos? Hast du keinen Schergen an der Seite? Was soll das? Bereit. Was wollt ihr wünschen, wenn ihr meine Familie unterstützt? Schergen Kundigunde. Was ist deine Aufgabe? Natürlich werde ich euch unterstützen. Jemand hat euch ein Geschenk gemacht. Du hast keine Aufgabe. Ja, dann sieh mal zu. Hirten. Du hast die wichtigsten Familienoberhäupter, zumindest hier das Oberhaupt, rechte und linke Hand, dass die beschützt werden. Und dass da nicht viel passieren kann. So, was wollte ich heute mit euch machen? Ganz simpel. Wir gehen mal zu unserem geschärften Schere. Eine Baderhütte. Die wollen wir verkaufen. Die wollen wir ganz dringend loswerden. Geht nicht anders. Weil die sammeln Fledermausblut, ne? Brauche ich Fledermausblut nicht auch für irgendwas anderes? Lasst uns mal versuchen, die loszuwerden. Wenn wir die abreißen würden, würden wir 6600 bekommen. Lass uns die mal versuchen, mit irgendwie einem Dynastiehandel zu machen. Brauche ich nur einen hier. Warte, guck mal, zu dem passt das doch zum Beispiel. Ah, die haben eine ganz schlechte Meinung. Wie sieht es bei euch aus? Grobhandwerker? Na, ihr wollt das wahrscheinlich nicht haben, ne? Herrenhaus, Lager? Ah, nee, eher nicht so. Wie sieht es bei euch aus? Spielmannszelt? Obstbauer? Komm, wir versuchen es mal. Vielleicht wollen die ja noch eine Kräuterhütte haben. Wie hieß denn die Kräuterhütte jetzt? Ne, nicht die Kräuterhütte, sondern der Bader. Hier, die geschärfte Schere. Hat einen Wert von 34.000. Guck mal, ihr habt 10.000. Gib mir doch mal 10. 1, 2, 3 dafür. Anbieten. Die Abmachung ist perfekt. Siehst du wohl, für 10.000 Euro losgeworden. Taler, nicht Euro. Die Kräuterhütte macht das Wichtigste eigentlich Schattendolche. Wir brauchen Dolch und Flachs, das ist in Ordnung. Dann lass uns nämlich mal versuchen, uns ein bisschen zu organisieren mittels Lagerhäuser. Mal, hier wird auch eigentlich ein guter Platz für ein Lagerhaus, oder? Oder versuchen wir das Lagerhaus am Hafen zu kaufen? Für 8.000? Hätten wir sogar noch Gewinn? Hafen ist natürlich nicht allzu zentral, ne? Wenn man mal schaut hier. Obwohl vom Hafen aus geht es relativ schnell hier hoch. Zur Stadt zum Zunfthaus der Diebe. Eigentlich haben wir hier noch ein Zunfthaus der Diebe. Wir haben hier noch ein Schmugglerkonto. Hier ist noch ein Zunfthaus der Diebe. Und da hinten ist noch ein Schmugglerkonto irgendwo gewesen, ne? Wo haben wir das denn? Haben wir nicht noch ein Schmugglerkontor hier irgendwo gehabt? Dachte ich gehabt zu haben. Hä? Wartet ihr nicht hier? Mal auf die Map gucken. Blub, blub. Na, ich würde gern direkt in Köln.
Und zwar öffentliche Gebäude, Betriebe, das ausblenden. Wo ist denn das hier? Schmugglerkonto, Heilerstube. Was für ein Symbol hat ein Schmugglerkonto? Das weiß ich gar nicht. Liebesunterschlupf können wir von meinetwegen einblenden. Da oben. Da. Da muss doch noch ein... Spelunke, genau. Da unten. Ne, das ist nicht unsere. Immer nur eine Spelunke? Echt jetzt? Nee. Medfest da. Ach so, genau, das war hier bei der Brücke. Das andere ist da direkt neben dem Zunfthaus der Diebe. So war die Brücke, die ist natürlich genau gegenüber, ne? Nee. Nee, hier links. Da ist das. Na komm, da ist hier am Hafen doch relativ zentral, oder? Aber kaufen kann jeder, ne? Können wir es auch erobern, das Gebäude? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Du hast eine Scherge, einen Schergen dabei. Ich hätte gerne, dass du ein Gebäude eroberst. Und zwar das rechte oder das linke Lagerhaus. Was hättet ihr gerne? Ene Mene Miste. Oh, was ist das denn hier? Auch ein Lagerhaus. Nee, wir nehmen das hier. Das linke. Das linke ist was Flinke oder sowas war das, ne? So, und dann lass uns mal gucken. Das dauert ja eine Weile, ne? Dann können wir auch auf normal laufen lassen. 2 Uhr morgens. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Räuberlager. Hat das hier irgendwelche Auswirkungen? Rechtschaffen, großzügig und diplomatisch. Das ist kacke. Das hat keine Auswirkung, das hat auch keine Auswirkung. Das heißt, Gaukelei könnt ihr eigentlich sein lassen, ne? Weg. Totengräberkrypta dürfte eigentlich keine Auswirkungen haben, weil die stellen nur Sachen her. Allerdings ist das alles ein bisschen weit weg von der Stadt und vor allen Dingen vom Lagerhaus da hinten, obwohl das geht. Es geht. Dann werden wir nämlich wahrscheinlich ein bisschen was übers Lagerhaus laufen lassen und dann versuchen, unsere Produkte im Schmugglerkontor zu verkaufen. Im Schmugglerloch, in der Spelunke. So, bist du schon am Erobern hier? Seh dich nicht. Da bist du ja. Ach, guck mal, die Flagge wird schon gehisst. Sehr schön. Neue Beweise vorgelegt. Interessiert mich nicht wirklich. Entscheidet euch. Zack. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Wieder? Jemand ist in eines eurer Gebäude. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Ey, jetzt ist aber auch mal langsam gut hier. Nee, Alchemisten will ich noch immer nicht. So, hier müssen wir uns aber langsam nähern, weil unsere Leute ja quasi nur Taschendiebstahl und sowas machen. Baderhütte ist auch verkauft. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. So, das heißt, du kannst wieder beschützen die Frau Adelheid. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. So, jetzt müssen wir hier natürlich festlegen, was wir auf Lager haben möchten. Wir möchten haben auf Lager. Kommt in die beste Spelunke der Stadt. Was möchten wir denn auf Lager haben? Fischöl. Aber nicht nur 20, sondern mindestens 40 und maximal 40, würde ich sagen. Kräutertee wird verkauft. Kommt ja noch rein durch unsere Kräuterhütte. Buch, Eichenring brauchen wir auch nicht. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir. Dies versiegelt Pergament enthält eine schriftliche Obligation einer Familie der Stadt. Obligationen werden vom Familienoberhaupt unterschrieben und alle Nachfolger sind an sie gebunden. Manchmal sind diese Pergamente ein Geschenk an einen Freund, aber meistens werden sie erpresst. Obligationsschreiben sind Versprechen, bei Aktivitäten zu helfen,
die den Einfluss einer Dynastie erfordern und wer das Siegel bricht, gewinnt diesen Einfluss für seine Dynastie. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Gut, wenn ihr da irgendwie drankommt, dann macht das mal. Knochen brauchen wir nicht auf Lager, würde ich sagen. Machen wir 0. Maximum auch 0. Machen wir kurz langsamer, bevor uns die ganzen Richter, die ganzen Gerichtsverhandlungen weglaufen. So, elegantes Rapier, da muss ich noch gucken, ob wir die Dingens behalten. Wie heißen das? Die Söldnerquartiere da. Flohmittel wollen wir nicht. Gewand des Tages, das wollen wir auch alles nicht. Rinder wollen wir nicht. Wurfmesser nicht. Kräutermischung brauchen wir auch nicht. 0. Handkarren, Giftfalle wollen wir alles nicht haben. So, wo wird's denn jetzt wieder interessant? Silberkette. Ja, komm, lass uns die mal tatsächlich. Ach komm, lass uns davon mal 60. Tatsächlich mal behalten. Falls wir mehrere Tote haben. In unseren Betrieben. Pferd, ist das ein Reitpferd? Nee, das ist ein normales, ne? Das ist ein Schlachtross. Plus 2 Lagerslots, okay. Ist das ein Reitpferd oder ein richtiges Pferd? Ne, das ist ein normales Pferd. So, Schattendolche. 60. So. Merz mit der Holzkohle, Alkohol. Bankett, ja, wenn wir da rankommen irgendwie, dann wollen wir das natürlich auch behalten. Dann benutzen wir das sicherlich auch mal. So, Weine genauso. Pferdekarren nicht. Dietriche brauchen wir. Obwohl, was bringen Dietriche? Dieser Dietrich kann verwendet werden, um, ihr wisst schon, verschlossene Türen oder Fenster zu öffnen, wenn jemand in einem Gebäude einbrechen will. Aber pst, da brauchen wir nicht. Bringt uns jetzt nicht wirklich was auf die Attribute. So, Tarngugel brauchen wir tatsächlich. Lavendel brauchen wir nicht. 0 und 0. Bei Fischöl müssen wir gleich nochmal gucken. Buste Gewandung. Lassen wir erstmal weg. Dolche. Ja gut, Dolche muss er einkaufen. Für die Schattendolche, davon brauchen wir 40. Mindestens und Maximum. Goldkette. Machen wir auch mal 60. So, Rosenwasser, Parfüm, das machen wir ja alles nicht mehr. Normales Rapier machen wir halt auch mal 60, falls wir Leute ausrüsten müssen. Tarnmantel 60. Bitte, Edelsteinringe, hatten wir mal gemacht, ne? Komm, dann machen wir hier auch mal 60, so. Rötenschleim. Das wird ja erst interessant, wenn wir Überreste. Gießt ist alles, was nach dem unvorhergesehenen Tod eines entführten Charakters übrig geblieben ist. Übrig bleibt, okay. Ehrenmedaille, na eher nicht. Reitpferde, ganz wichtig. Machen wir einfach mal 60, vielleicht können wir die irgendwie auf Einbrüchen oder so erbeuten. Oh, dann haben wir erstmal welche. Kreisel wäre für Kinder, aber das kaufen wir dann. So, Pfeffer wäre noch wichtig. Glückstein können wir uns zumindest mal überlegen. Ah, genauso wie Rinderbraten. Tütülü, tütülü, Diebeskugel brauchen wir nicht. Welle auch nicht, Tragetasche auch nicht, Juwelen. Das brauchen wir alles nicht. Gehstock mit Diamantenknauf. Einfluss zu gewinnen 80%. Uiuiui, das war schon viel. Schnell wollte ich gerade sagen, aber es ist viel, nicht schnell. Diamant brauchen wir eigentlich auch nicht. Der Talisman, Schaf, Ratsherrenkette, Kamm.
Was haben wir denn hier? Flachs, genau, das brauchten wir für die Schattendolche ebenfalls. So, Gambassen, 60. Und der Rest sieht eher uninteressant aus, ne? Wand der Überheblichkeit könnten wir tatsächlich mal behalten, 60 Stück. Knochenarmreife möchten wir auch behalten, 60 Stück. Warum? Kommen wir gleich zu. Das will ich nämlich eigentlich im Schmugglerkonto verkaufen. Genauso wie Schädellampen. Lederhandschuhe waren wir auch bei 60, glaube ich, ne? Schmugglermantel nicht. Schädellampen, 60. Und Wildbret nicht. Was waren das andere, was wir brauchten für... Können wir hier Salz eingeben? Salz, genau. Wollen wir auch behalten? Könnten wir das nicht noch kategorisieren in... Nahrung, Getränke, genau. Weizenbrot bräuchten wir auch fürs Bankett. Meine ich doch zumindest. Rum wäre für Umverteilung gut, aber nee, das lassen wir mal. Dann müssen wir die Schmugglerkontore richtig einstellen, dass sie immer genug Rum auf Lager haben. Was war denn das, was wir... War es ein Hirschbraten? Rinderbraten haben wir eingegeben. Gibt es kein Hirschbraten hier? Doch, hier ist er doch. Das bräuchten wir nämlich auch noch fürs Bankett dann eventuell. Und habe ich bei Fischöl richtig eingegeben? Rohstoffe war das, ne? Echt, Barsch, komm, machen wir einfach anders. Machen wir alle Waren. F-I... Fischöl, genau. 40 Stück hätten wir gerne und einkaufen. Sehr schön. Müsste dann ja eigentlich so funktionieren. Und jetzt sollte es nämlich eigentlich auch so sein, dass die Kollegen hier, wo sind sie? Püppele püppe. Fuhrmarkt zum Lagerhaus fährt. Sollte so sein, muss aber nicht. Euer Ansehen ist gewachsen. Diebesgilde verbreitet Gerüchte. Das ist aber schön für die Diebesgilde. Achso, du bist gerade auf dem Rückweg. Ja gut, dann. Jemand hat euch ein Geschenk. Der Krieg ist gewonnen. Jemand hat mir ein Geschenk gemacht. Jemand hat eines eurer Gebäude sabotiert. Oh, Moment, ich muss erstmal hier gucken. Hier irgendwas Tolles Neues? Nee, ne? Nee, gut. So, Lager. Fischöl, mindestens 60. Maximal 120. Ja, irgendwie so. Knochen, Knochen, Leim und Knochenstaub. 40, 60. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Schädellampe und Knochen. Da reichen eigentlich 20, ne? Ah, können wir auch auf 40. Cool. Lassen wir nicht auf 40. Machen wir auf 20 runter. So, Minimum, Maximum 20. Und lass uns erstmal gerade gucken, ob das damit funktioniert. Lagerhaus wurde sabotiert. Das müssen wir dann eventuell auch mal ausbauen. Mal kurz gucken, können wir uns bewerben. Hier oben haben wir uns schon beworben. Gut ist. Da haben wir damit nichts mehr am Hut. Und wir gucken gerade nach, ob die jetzt auch wirklich zum Lagerhaus fährt, um die Sachen zu holen. Euer Ansehen hat sich verschlechtert. Urteil ist gefallen, Urteil ist gefallen. Sie fährt auf jeden Fall weit. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Ja, gucken wir gleich. So, du fährst jetzt, so wie es aussieht, zum Lagerhaus, ne? Ja, sehr schön. Fährt zum Lagerhaus, sie hat das abgeladen. Lädt sie auch was auf? Ein öffentliches Ärgernis. Warum hast du nichts aufgeladen?
Warum kauft ihr kein Fischöl ein? Er verkauft gerade Sachen. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Warum hat er jetzt kein Fischöl eingekauft? Wieder auf Beschaffen. Das verstehe ich nicht. Warum kauft er kein Fischöl ein? Hätte er doch eigentlich tun sollen. So, wir können mal eben... was machen wir denn? Einbruchschutz auf jeden Fall. Und Feuerschutz. So, das reicht erstmal. Günstige Güter. So, es erschließt sich mir nicht, warum der kein Fischöl einlagert. Mindestbestand 40, maximaler Bestand 40. Warum kauft ihr das nicht ein? Hier steht auf Lagerregeln einhalten. So wie es sein soll. So, entscheidet euch. So. Oh, was haben wir hier? Die mit dem Turmsymbol, die hat minus 96. Komm, mach mal Ansehensverlust. Was haben wir hier? Ja. Unsere Leute sind, soweit ich das beurteilen kann, immer unschuldig. War noch nie anders, wird noch auch niemals anders sein. So, warum die das nicht einkaufen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Was blinkt hier denn jetzt noch? Ich hab doch alles gemacht. Keine Ahnung. Wieder die Alchemistengilde. Lagerhaus, Schmugglerkontor, so. So, Lager. Rum. 7 Rum ist viel zu wenig. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Komm, machen wir einfach mal 60 Rum auf Lager. 2, 4, 6, 7, 70 Rum. Sub. 70 Rum auf Lager. Und dazu kommen noch Knochenarmreif-Gedöns, ne? KN, Knochen. Knochenarmreif. Davon können wir so A20. Und wie hieß das andere? Schädellampe, ne? SCA. Schädellampe 20. So, und Verkaufslager. Können wir von meinetwegen rum reinstellen? Warum suche ich das denn alles? R. Rum. 10 für 105. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. KNO Knochenarmreif. Ja, machen wir auch nur auf 10. Für 105. Und SCH, nicht Raute, machen wir auch mal 10 Stück für 105. Gucken, ob er das macht. Und ist auch die Frage, wo er das Zeug holt, ne? Und ist auch die Frage, warum wird das jetzt nicht automatisch hier da rum unten reingestellt? Verstehe ich auch nicht ganz. So, ich bin gerade überlegen, rumschmuggeln. Wir brauchen mal einen, der nur rumschmuggelt. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Moment.
nur rumschmuggelt. Ein Familienmitglied kehrt nach Hause zurück. Und einen, der nur Leute reinholt. So, wer ist nach Hause gekommen? Ist nach Hause zurückgekehrt, das ist sehr schön. Warst du denn? Schmugglerin? Finger? Hä? Den wollte ich haben, so. Du kannst deine Arbeit wieder aufnehmen. Schade, dass man die Lagerbestimmungen nicht einfach kopieren kann. Wir sind unschuldig. Oh, gegen die verfeindete Gilde. Das ist natürlich die höchste Strafe, die wir wählen können. Geht gar nicht anders. Und ist hier noch irgendwie was offen? Jawohl, ja. Müssen wir uns bewerben. Hier können wir uns auch. Da kann sich die Edmund bewerben. Bewerben die Edmunde. Was gibt es? Bestätigen. Und dann müssen wir uns hier neu bewerben. So, was blinkt hier jetzt noch lustig vor sich hin? Nichts, gut. Wir hatten das Schmugglerkonto eingerichtet. Nee, welches hatten wir denn eingerichtet? Eins habe ich eingerichtet, ich weiß nur nicht welches. Das da, ne? Moment, bin ich zu weit? Das hier haben wir eingerichtet, ne? Mal eben gucken. Nee, das haben wir nicht eingerichtet. Haben wir das andere eingerichtet. Wo ist das denn jetzt? Quatsch, hier muss das sein. So, das hier haben wir jetzt eingerichtet. Genau. Warum die Sachen jetzt nicht ins Verkaufslager gelegt werden, zum Beispiel der Rum, verstehe ich nicht. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, da gucken wir nachher mal nach. Es steht alles auf 2, zum Beispiel Rosenwasser. R-O-S. Rosenwasser steht auf 2, soll hier eigentlich rein. Wird nicht reingelegt. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Oder ob ich zu blöd bin, um das richtig einzustellen. Genauso wie der Rum. Der wird hier gerade nicht reingestellt. R-U-M. Sollen eigentlich 10 Stück hier unten reingestellt werden immer. Passiert nicht und ich weiß nicht warum. Da könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr da Erfahrungen habt oder wisst, was ich falsch mache. Oder ist das vielleicht nur, wenn wir... Oder ist das vielleicht nur, wenn die 70 hier erfüllt sind, dass das dann erst runtergelegt wird? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, da könnt ihr mir gerne Bescheid sagen, falls ihr da Erfahrung habt, aber vielleicht sehen wir es ja auch bald. So, die bringt alles weg, der bringt alles weg, aber der holt nichts ran, ne? Das heißt, um die Sachen hier effektiv verkaufen zu können, müssten wir einen zweiten Burknecht einstellen, der zwischen Lagerhaus und hier hin und her fährt, ne? Wäre auch doof. Der wird dann ja immer nur hin und her fahren. Ist also auch Schwachsinn. So, warum die Sachen, wie gesagt, nicht komplett nach unten gelegt werden, ich weiß es nicht, verstehe es nicht. Ich lasse es jetzt einfach so. Produktion wurde unterbrochen. Zunfthaus der Diebe. Achso, weil hier alles voll ist, ne? Achso, wie sieht's eigentlich aus hier? Guthard? Wolfgang, kann ich dich schon entlassen? Tatsache. Dann kann die Edmunde hier arbeiten. Ich bin der Meister. Bestätigen. Und zack, zack, wir brauchen einen Fuhrknecht. Du kannst mal deiner Arbeit nachgehen.
Lagerregeln einhalten. Soll heißen, die sollte ja jetzt alles einfach ins Lagerhaus bringen, ne? So, was haben wir hier denn jetzt Schönes? Nix. Irgendeine Bewerbung war erfolgreich. Guthard ist jetzt hiermit eingestellt. Sehr schön. Da habe ich mich bereits drauf beworben. Das ist auch sehr schön. Hier können wir uns nicht bewerben. Mal nicht gucken, wie das bei den anderen aussieht. Nee, ne? Bin gerade verhindert. Werbung möglich. 1472, bis 1473. 3.32 Uhr. Wir haben 2050. Lass uns mal nochmal 1000 reinstecken. So, das muss reichen. So, und hier können wir uns bewerben. Jetzt brauchen, müssen wir aber aufpassen. Edmund, Guthard, Thalea, Adelheid, der vierte. Der dritte ist bereits beworben. Edmund Guthard, Ingwin kann sich noch bewerben. Tätigen. So, was haben wir jetzt hier? Blöde, nix, gut. Das Schmugglerkonto haben wir eingestellt. Moment. Lager. Ich kann hier nicht anklicken, dass er die Sachen beschaffen soll, kann das sein? SCH. Hä? Man kann nicht angeben, dass die Vorknechte die Sachen beschaffen sollen, deswegen beschaffen sie die auch nicht. Daran liegt das nämlich. Gut, aber wir können das andere Schmugglerkonto mal eben einstellen. Das war, wo war denn das? Hier über der Brücke. Da oben ist das. Arbeiter. So, wir brauchen hier jetzt auf jeden Fall einen, der nur rumschmuggelt. Was machen wir nun? Und wir brauchen einen, der nur Leute in die Kneipe Leute? Holt. Genau. So, Lager. Schädel können wir auch machen. 2020. Weil das eigentlich ja hinfällig ist, ne? Weil irgendwie sowieso nichts ins Knochen, ins Verkaufslager geht. So, 2020. RU. Rum machen wir mal auf 70, haben wir gesagt. 70, 70. Verkaufslager. Rum 10 zu 105. 10 zu 105. SCH. Sub. 10 zu 105 und KN Knochenarmreif 10 zu 105. So, was haben wir hier? Kandidatur war erfolgreich. Der Napfel wurde das. Das ist aber ein Schweinkram. 33.000 Einfluss hat der aufgewendet. Ist der bescheuert? Woher hat der so viel Einfluss? 33.000. Um das wieder rauszubekommen, müsste er 33 Jahre lang Landesherr sein, weil er kriegt ja nur 1.000. Oh, der könnte sogar so alt werden. 33.000. Gut, dann brauchen wir uns darauf gar nicht mehr so schnell bewerben, ne? Gut, macht er nichts. So, ihr macht euren Kram hier, ne? Listig, egoistisch und diplomatisch, listig und egoistisch. Wir wollten noch nachgucken, ob wir die Kaserne behalten, die Garnison. Das ist listig, egoistisch und aggressiv. Listig, egoistisch und diplomatisch. Rechtschaffen, egoistisch und aggressiv. Ist eigentlich blöd. Ein bisschen diplomatisch, ein bisschen rechtschaffen, aber nur ein bisschen. Ich bin zu 5% diplomatisch. Ich muss hier in den Bereich rein, wo wir aggressiv sind. Ich
würde sagen, wir lassen das erstmal so laufen, ne? Erstmal. Kräuterhütte mussten wir noch einstellen, ne? Hurra, Kräuterhütte. Wo stand die denn jetzt nochmal, verdammt? Ich glaube vom Dom aus hier rechts runter, ne? Kräuterhütte? Ist Macht. Na! Was machst du denn da? Auf dem Friedhof. Ich denke, also bin ich. Dein Lilie wird auf dem Friedhof gesammelt, echt jetzt? Tatsache. War mir nicht bewusst. Jo. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus alles, oder? So, wir machen einfach von allem immer ein volles Deck hier auf Lager, oder? Würde ich sagen. So, wir brauchen Dolche. D-O-L. Dolche 2056 wird beschafft. Sehr schön. Eigentlich sollten die das jetzt vom Lagerhaus beschaffen. Und das Lagerhaus sollte es eigentlich einkaufen. Eigentlich. Jetzt wirklich ist, weiß ich nicht. So, wir brauchen Kräutertee auf jeden Fall. Und das kann eigentlich alles so bleiben, oder? Flachs hätten wir noch. FLA Flachs 2060. So, eigentlich in Ordnung. Stillstand ist Rückschritt. Eigentlich. So, ich will jetzt mal gerade gucken, wo fährst du hin und was machst du da? Du fährst jetzt runter zum Lagerhaus. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde und lädst da wahrscheinlich den Krams ab. Genau. Und jetzt machst du nichts weiter. Was machst du jetzt? Jetzt wieder in die Stadt. Ein Angestellter ist betrunken. Ihr könnt immer auf mich zählen. Gut, du fährst zurück, ohne Dolche. Die Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Das wundert mich ein bisschen. Normalerweise muss ich jetzt irgendwoher doch Dolche kriegen. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. So, machen wir eine hohe Geldstrafe. Ein bisschen milder. Ich verstehe das nicht. Das Lagerhaus beschafft keine Dolche. Eigentlich ist das so eingestellt. Das sollte eigentlich Dolche ein. Ah, guck mal, jetzt haben sie Dolche. Sehr schön. Jetzt haben sie Dolche. Dauert nur einen Moment. Wer wird angegriffen? Wo und warum? Gegen wen? Achso, der trug sich. Ich bin gerade beschäftigt. Bin beschäftigt. Eigentlich würde ich die gern entführen jetzt. Ich bin dafür. Aber das finde ich sowieso nicht wieder, wo der angegriffen würde, ne? Du hörst zur Adelheit. Ach komm, das finde ich sowieso nicht wieder. Das macht keinen Sinn. Wenn der vierte vom Gericht wieder da ist, dann müssen wir mal gucken. Bin beschäftigt. Du machst ein Würfelspiel. Gut, mach das mal. So, das Lagerhaus hat jetzt Dolche. Jetzt ist die Frage, nehmen die Leute keine Dolche mit, wenn hier das Minimum von 40 noch nicht erreicht ist? Doch, eigentlich sollten sie das, ne? Ach, guck mal, jetzt sind die Dolche auch weg. Du fährst verkaufen, sehr schön. Kommt vom Schmugglerlager, bringt das hier hin und hier wird einfach alles verhökert. Ja gut, dann machen wir es so, dann lassen wir es halt auch so. Ich vermute mal, wir brauchen auch nicht mehr Fuhrknechte, weil so viel kommt hier nicht rein. Wir hätten jetzt noch einen Betrieb offen.
Das heißt, wir müssten erst einen neuen Titel erwerben. Ein neues Betriebelimit. Und dann würde ich nämlich mal gucken, wie wir da hinkommen, dass wir die Klamotten, Tarnklamotten selber machen. Lass uns das doch mal eben nachgucken, nachvollziehen, was wir dafür brauchen. Ja, Schmugglerkonto, aber nicht meins. Wo haben wir denn hier? Ich will Beute machen. So. So, das wird in der Magierstube gemacht und das wird auch in der Magierstube gemacht. Gut, das heißt, wir brauchen Alchemie auf Stufe 4. Gaunerei haben wir voll. Wissenschaft. Alchemie ist hier, ne? Genau hier. Tarnmantel, Tarngugel. Beschwörung. Das wäre der nächste Step, den wir machen. Das heißt, ich bräuchte jemanden. Alchemiewerkstatt, Laboratorium, Junker. Quatsch. Alchemiewerkstatt, Laboratorium, Magierstube. Es sind mehrere Betriebe, die ich da brauche, wahrscheinlich, ne? Baut ja aufeinander auf. Wie sieht das eigentlich aus mit den Dolchen? Die mag ich, dann ist das Freispruch. Jetzt nicht, bitte. Hat die überhaupt gemacht? Jemanden angreifen? Hat nicht mich angegriffen, also ist das vollkommen in Ordnung. Wie sieht das aus? Schattendolche solltet ihr einlagern, ne? Habt ihr noch keine bekommen? Ist in Ordnung. Warum habt ihr keine bekommen? Eure Kandidatur war erfolgreich. Yay! Auf was für ein Abend. da oben, also sonst der vierte. Hier haben wir uns beworben. Hier haben wir uns beworben. Sehr schön. Ich will ja erstmal nichts weitermachen. Wie sieht das aus? Schattendolche. 4 von 60 derzeit. 6 von 20? Wie viel sollen gelagert werden? Eine andere Dynastie ist verstorben. SCH 20, maximal 60. Machen wir auch maximal 40. Ah, komm, 20, 20, das reicht vollkommen aus. Mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Ja, Kräutertees und Verbände müssen auf Lager sein, weil wir hier auch Leute behandeln. Ne? Ich habe mal gesehen, viele Leute organisieren das richtig penibel. Ich bin am Überlegen, ob ich das auch mache. Bin beschäftigt. Ich bin gerade beschäftigt. Ein Apfel. Das ist hier. Vielleicht das Höchste. Jemanden angreifen, aber die hat mich angegriffen. Dafür geht's in den Knast. Das ist der Feind, der geht sowieso in den Knast. Das ist der Feind, geht auch in den Knast. Das ist der Feind, geht auch in den Knast. Sehr schön. Manche Leute organisieren das richtig penibel. Ich bin am Überlegen, ob ich das auch mache. Aber wenn, dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.